So, hallo und herzlich willkommen zurück. Bioshock Remastered geht weiter. Wir haben letztes Mal in der letzten Session einiges gerissen. Wir haben den Hephaistos-Kern überladen. Wir haben Andrew Ryan gekillt. Beziehungsweise. Naja, doch, wir haben ihn schon gekillt. Er hat Wer uns ist zwar das? gezwungen, aber ja. Der ist gemein. Oha, hör mal auf, Mädel. Ja, jetzt sind wir hier gelandet. Es hat sich herausgestellt, Andrew Ryan war wohl gar nicht der Bösewicht, sondern es war Atlas, der in Wirklichkeit. Ach, guck an, die machen wir jetzt auf, oder was? Ah ja. Der in Wirklichkeit Fontaine ist, der die Kinder steuern kann, genau wie Andrew Ryan auch, nur dass er irgendwie was Finsteres im Schilde führt. Danke dir, Mädel, für die Türe, vielen Dank. Ja, jetzt gilt es. Unsere nächste Aufgabe ist es. Och Mann, ey, muss das sein? Was. Ach nee. Oh, come on, man. Warum? Die arme Katze. Das ist er. Der Frank Fontaine. Was ist hier los? Finde die fehlenden Komponenten. Neun. Ach, guck an. Zack. Code Yellow. Was ist denn hier los, du? Wieso ist die Musik so laut auf einmal? Ach, come on, man. Bleib halt stehen und lass dich killen, du Sack. Nerv mich nicht so lang. Was ist das jetzt? Der lebt noch. Ach, Mann, ey. So, komm, gib her das Zeug. Alles, ich nehme alles mit, alles. So, das war's auch schon, so wie es aussieht. So, kann ich jetzt speichern, weil ich habe vorhin gesehen, ich konnte da unten bei der guten Tennenbaum in ihrem komischen Geheimversteck das Spiel nicht mehr speichern. Das ist schön. Dann werden wir jetzt mal die Daten hier überschreiben, Mensch. Spiel gespeichert, sehr schöne Sache. Ja, dollartechnisch geht hier auch gut was. Ja. Wie sieht's denn hier aus? Hier ist ja alles tot. Hier ist ja alles tot. Oh. Ach, ein Geschütz. Jo. Ja, mach du. Mach du nur, mach du nur. Schöne Sache. Hey, sag mal. Du gehörst mir. Oh, oh Gott, Entschuldigung, da habe ich wieder gegen den Mikrofonständer gehauen. Ich bin, ja, ich bin, ich weiß, dass ich sehr professionelle Aufnahmen mache, immer, ja. Das ist mir bewusst. Das tut mir aber auch ehrlich gesagt nicht leid. Ha! Ja, was passiert, passiert, ne? Wenn sowas passiert, passiert's halt. Mein Gott. Das passiert den Besten. Also, es passiert auch den Besten. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich einer der Besten wäre. Oh Gott. Was stampft da? Ein Big Daddy. Hör doch auf. Willst du mich jetzt verarschen? Wieso kann ich dich nicht hacken? Dann rotzt mir dich halt weg. Oh Gott. Hey, hey, hey. Wo habe ich denn jetzt eigentlich einen Alarm? War ich, bin ich so lange da drin gestanden oder wie? So, Alarm deaktiviert. So. Ich glaubte, die Parasiten aus Moskau vergessen zu können.
Ich glaubte, dem marxistischen Altruismus der Kolchosen und der Fünfjahrespläne entronnen zu sein. Zack, zack, zack. Aber als die Deutschen in ihrem Wahn sich dann in Hitlers Schwert... Das ist ein richtiges kleines Monster, das von Taylor ausgegraben hat. Wenn sie so gut wie nie vorkommt, tut sie das mit einem schweren, ätzenden Akzent. So, komm. Zack, zack, zack. Den senfbeschmierten Pullover trägt sie anscheinend jeden Tag. Aber eins muss sie Frank lassen, diese Osteuropäerin. Diese Tellenbaum ist wie ein ungeschliffener Diamant. Keine Ausbildung, keine Erfahrung. Aber wenn man sie vor eine Gensequenz setzt, kann sie damit umgehen wie Mozart mit dem Cembalo. Weg. Headshot. Wo rülpst denn der jetzt rum? Wo rülpst der rum? Oh, oh, oh. Jesus Gott. Das war ja ein richtiges Feuerwerk, war das. Hm. Ups. Brennt der immer noch? Hey, sag mal, was ist das? Ist das wieder ein Geschützturm oder was? Tatsache, da steht ein Geschützturm, Mensch. Dann gehört der jetzt auch mir. Also gleich. Dann gehen wir hier durch. Hoch. Rüber. Rüber. Oh, hier hoch schon. Ups. Beinahe verschwitzt die Sache. Hoch und hoch und fertig. Ja. Das hätten wir. Da, geh mal her, dein Zeug. So, dann hätte ich... Oh Gott, was bist du denn für einer? Ah, den kenne ich schon. Die hatten wir früher schon mal irgendwo gesehen. Das sind die Rosies, genau. Ich war halt schon länger nicht mehr unterwegs, die guten Rosie. Die gute Rosie oder Rosies, keine Ahnung. Ich laber wieder komisches Zeug. Kontaktmine. Da stellen wir auf Splitter um. Kabum! Oh Gott, bin ich dumm! Ich hab mir gerade selber beinahe den Arsch weggesprengt hier, ey. Bin so ein Held. Ja, schön, das hat er lang gehalten, dass die. Stopp, bitte. Nervsack. Wieso bist du so gut im Schießen? Verwirrt. Das bringt wahrscheinlich nicht viel, oder? Oh, das bringt sogar ein bisschen was. Das ist ja schön. Film will ich nicht. Oh. Ach Gott. Ich wollte mich gerade heilen, Mann. Ja, what? Ja, sorry, das ist ja gar nicht weit weg. Schöne Sache. Ja, ich wollte mich gerade heilen. Das ist, ich weiß nicht, nervig. Manchmal ist es schon ein bisschen nervig. Was? Ach, genau, ey. Schmeiß mir das Ding halt genau ins Gesicht, oder? Stirbst du jetzt auch mal? Bist du tot? Das ist nicht, das ist kein Mr. Bubbles. So, komm, her mit dir. Raus mit dem Wurm. Der gehört jetzt mir. Ah, hier haben wir ja so gut wie alles. Jetzt bin ich verwirrt. Doch, ah, stimmt, der war ja auf der anderen Seite. Der war ja durch die Bar durch hier. Hallo. Gesundheitsupgrade. Weiß ja nicht, ob mir das für groß was bringt, wenn der Dude das eh wieder versenkt. Wird sich zeigen. Wird sich zeugen. So, das ist alles billiger. Da wird es erstmal richtig dumm eingekauft. Kontaktminen auch noch für den nächsten Big Daddy-O, weil eine Little Sister gibt es hier noch unten, habe ich gerade gesehen. Wieso ist denn das Zeug jetzt eigentlich, seit ich hier bin, so komisch laut teilweise und zu leise? Gott, das mag ich nicht.
Was ist hier wieder los? Neuer Gegner oder wie? Ins Gesicht. So, komm her mit deinem Zeug. Ja, hier ist ja nichts mehr am Leben. So, weg mit dir. Ja, die Kopfschüsse habe ich teilweise ziemlich gut drauf, aber nur teilweise. Autohacker. Oh, panzerbrechende Munition sage ich nicht, nein. Explosivschrot kann auch nicht schaden. Antipersonenmunition. Ne, lieber nochmal panzerbrechend. Tier rein. Geil. So. Hier, schreien jetzt rum da oben. Headshot. Ja, klasse. Schöne Sache. Hörst du mal auf jetzt bitte? Verrückte Kuh. Nein, 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 nein. Oh, ist das dein Ernst? Wo ist das Ding? Gibt's hier überhaupt irgendwas zum Ausschalten? Jo, ist ja gut, ey. Nerv mich nicht. So, jetzt haben wir es ja eh gleich geschafft. Dich hacken wir, vielleicht bleibst du ja mal wieder bei mir. Normalerweise fliegen die immer wieder weg, wenn der Alarm ausgeht. Mal gucken. Vorhin oder in der anderen Aufnahme, also in den anderen Aufnahmen ist auch einer geblieben. Vielleicht bleibt auch ausnahmsweise wieder einer. Geh halt nicht kaputt, ey. So, und jetzt haut ab. Haut ab. Ich krieg zu viel mit euch. Ah, was ist da noch? Ah ja, guck an. Hab ich vorhin gar nicht gesehen. So, bleibst du jetzt bei mir oder haust du auch ab? Das ist schön, wenn du bleibst. Das freut mich sehr. So, Mercury Suits. Sweets. Sweets in dem Fall. Oh Mann. Hack mal das Ding mal. Ich weiß nicht, was hier noch abgehen wird. Vielleicht brauchen wir die Unterstützung dieser Kamera. Stopp. Das läuft ein bisschen schnell durch, das Zeug. Ich bin verwirrt. Was mache ich denn? Nein, was tue ich? Wieso bin ich so verwirrt gerade? Leute, helft mir. Gott, oh Gott. So, jetzt aber. Menschenskinder, war das jetzt gerade anstrengend. Ich weiß nicht warum. Da war der Shutdown, ey. Oh, nö, ey. Wir machen eine halbe Weltreise dabei, war da der Shutdown-Schalter, ey. Mann. Oh. Ups. Ja, das dachte ich mir auch gerade, Junge. Gucken wir mal, ob Brandbolzen was bringen gegen den Guten. Oh Gott, das tat ja richtig. Das hat ja richtig gespengelt. Also wahrscheinlich, weil es direkt ins Gesicht war. Oh Gott. Lass mich in Ruhe. Macht die echt so einen guten Schaden? Ja doch, die Armbrust macht schon guten Schaden. Das, sogar am Big Daddy's ist schon übel. Yes, also das war ja einer der einfachsten Big Daddy-Kämpfe überhaupt fast, ne? So, komm, gib her das Zeug. Ich brauche deine Drogen. So.
Die hat da genug von den Kiddies. Da kann ich auch ein paar von denen ausbeuten, ne? So, Keroin. Keroin im Aschenbecher, das ist auch nicht schlecht. Das mache ich auch immer. Da ist es am besten aufbewahrt. Passiert am wenigsten. Ist ja nicht hochentzündlich oder so. Muss man sich immer merken. Kerosin in den Aschenbecher, Leute. Okay. Nerv nicht. Du stehst gleich gar nicht mehr. Toll. So, ich hab gesagt, du stehst gleich gar nicht mehr. Nervig. Kann ich dich hacken? Sehr schöne Sache. Das Auto-Hacker, so. Sie gehören mir. So, wo bin ich denn dran? Was muss ich denn jetzt machen? Souchons Wohnung im Erdgeschoss der Mercury Suite und sieh dich nach einem Tagebuch um. Ah ja. Good to know. Das ist dann wahrscheinlich hier, oder? Laber nicht, Andrew. Ja, ja, ist gut. Ah! Der Typ, ey. Dieser Typ. Fortschritte machen. Hex, Hex. Elektroschocks. Was für eine Zeitverschwendung. Bevor es Adam gab, konnte man ein Kind nicht besser abrichten als eine Boa Constrictor. What? Heute bekommt Souchong von Fontaine eine Lebensgeschichte geliefert, die in das Gehirn des Kindes eingespeichert wird. Das Kind ist kein Mensch, sondern eine Jukebox, die das spielt, was Fontaine gerade hören will. What the... Clever Inventor. Beim Konstruieren von Reaktoren wird pro Bestandteil eine Einheit weniger benötigt. Oh, ho, ho, ho. Ja, was machen wir? Vending Expert? Security Expert? Wir nehmen es erstmal nur mit, hätte ich gesagt. Fontaine ist in Rapture sozusagen zum schwarzen Mann geworden. Seine Macht beruht auf einem Mythos. Aber hinter seiner Hokuspokus-Fassade steckt ein ganz gewöhnlicher Betrüger. Und wie alle Betrüger hat er Angst, dass sich am Ende der Spieß umdrehen könnte. Deswegen ließ er Charge Nummer 192 entwickeln. Das Gegenmittel zum Mental Control Plasmid. Fontaine hat gesagt, dass ich niemandem davon erzählen soll. Nicht mal Tenenbaum. Und Souchong wird sich wohl daran halten.